Spencer Villa, Resident Evil. Ja, ein weiterer Ort des Schreckens und hier lauert er nicht nur im Herrenhaus, sondern auch vor der Tür. Deswegen sollten die Stars-Members keinen Fuß davor setzen. Aber auch im riesigen Haus lauerte das Böse, denn hier sind Zombies, hier sind Hunter, Spinnen, mutierte Schlangen, Krähen und was weiß ich nicht was alles. Schreckliche, was man bezwingen muss. Außerdem findet man hier genügend Geheimnisse, wie zum Beispiel irgendwelche Tagebucheinträge der Angestellten, die immer super interessant waren. Es gibt wirklich harte Rätsel, harte Action und man hat vor jedem erstmaligen Betreten eines Raumes immer ein bisschen Bimmern und hält sofort die Waffe in Bereitschaft, also mir ging es zumindest so. Ja, das ganze Anwesen hatte viele Fragezeichen und ein dunkles Geheimnis auf die Glücklichen und diese Glücklichen waren halt wir. Kurines, Gothic 2. Gothic 2 ist einer meiner Lieblingsgames, weil die Welt in Gothic lebt. Und die Hafenstadt im zweiten Teil ist der beste Beweis dafür, denn wenn man erstmal durch die Tore der Stadt kommt, erwartet einem eine so lebendige Stadt, wie ich sie selten erlebt habe. Überall sind Menschen, die eine Aufgabe haben, also ein Arbeiter, die irgendwelche Kisten schleppen, der Schmied haut auf dem Amboss und der Alchemist mixt irgendwelche Kräuter und jeder Einzelne hat etwas zu sagen und hat eine eigene Persönlichkeit, ein eigenes, eigene Gestaltung und es ist ein wirklich absolutes Mittendrin-Gefühl. Und wie es halt damals so üblich war, gab es verschiedene Viertel. Es gab zum Beispiel das obere Viertel mit den reichen Aristokraten, die dich ganz anders behandelt haben als die ganzen Säufer am Hafen unten. Und es gab wirklich jede Menge zu tun, viel zu entdecken, viele richtig geile, interessante Quests. Aber hier spielte wirklich die Atmosphäre die entscheidende Rolle. Wassertempel, Zelda Ocarina of Time. In Ocarina of Time gibt es zum Beispiel den Waldtempel, es gibt den Feuertempel, es gibt den Schattentempel und keine Ahnung was noch. Aber wenn man mich und auch einige andere Zelda-Liebhaber fragt, welcher Ort in Zelda Ocarina of Time am unvergesslichsten war, dann ist es der Wassertempel, ja? Er sah nie sonderlich schön aus oder ist irgendwie besonders atmosphärisch. Nein, er war wirklich einfach zum Kotzen. Ja, versteht mich nicht falsch, ich liebe Ocarina of Time, aber hier in dieser Location wusste man einfach nicht, was man machen musste. Es gab so eine Art Wasserspiegel, den man immer verändern konnte, wodurch man andere Areale eröffnete, wohingegen man immer schauen musste, wo der nächste Schalter ist. Und da musste man immer schauen, den Pegel wieder zurücksetzen, andere Ausrüstung anziehen und alles das ohne irgendwelche Hilfe, irgendwelche Pfeile, die einen gezeigt haben, wo man hin muss oder so. Bockschwer. Aber trotzdem bleibt dieser Wassertempel irgendwie was Besonderes, denn diese zeigt, wie die Spielkultur damals ausgesehen hat. Maniac Mansion, Day of the Tentacle. Das Spiel von LucasArts spielt sich ja nur in diesem Haus ab. Aber in drei verschiedenen Epochen, in der Vergangenheit, in der Gegenwart und in der Zukunft, und das Besondere hier ist, in der Vergangenheit waren hier total durchgeknallte Leute, in der Gegenwart sind total durchgeknallte Leute und in der Zukunft werden noch viel durchgeknalltere Leute sein. Also man wird überschwemmt mit Quatsch in diesem Haus und dass man sich wirklich die Frage stellt, ob man sich selber schon ein wenig Ballaballa ist. Und irgendwann im Spiel fühlt man sich auch irgendwie heimisch, man kennt die Architektur des Hauses, man kennt die Leute und erwartet nie, dass es sich was Normales entwickelt, weil man weiß, welche verrückte Dinge hier noch sich abspielen. Also für mich ein unvergesslicher, richtig kranker Ort. Bioshock. Ja, Rapture ist halt einfach ein Ort, der durch seine Hintergrundgeschichte zu etwas Besonderem geworden ist. Weil hier unter Wasser ist es wirklich schaurig, es ist unheimlich, weil auch niemand da ist, der einem helfen kann. Hier liegt hinter jeder Ecke ein schmutziges Geheimnis eines dieser Bewohner oder halt ein
philosophisches Zitat, was irgendeine Tafel verziert. Und irgendwie hatte ich immer ein ungemütliches Gefühl, wenn ich durch Räume oder Geschäfte streife, wo eigentlich alles schön und toll sein sollte oder eigentlich auch so war. Und jetzt ist es halt eine... Also es ist die Hölle, wenn man es so will. Jetzt sind hier Splicer, die dir wegen Adam an die Kehle wollen. Little Sisters, die eigentlich im Sandkasten Barbie spielen sollten, aber jetzt kleine Monster geworden sind. Rapture ist einerseits ein Ort der Träume und andererseits ein Ort des Wahnsinns. Eine wirklich beeindruckende Mischung. Stormwind, World of Warcraft. Ja, jetzt geht's los. Warum hat Yeti Wind Sturmwind auf Platz 1 gesetzt? Ja, die Frage ist berechtigt, aber wart ihr schon mal dort? Also eine dichtere Atmosphäre in einer Stadt habe ich noch nie zuvor irgendwo gespürt. Um das kurz zu erklären, Sturmwind ist die Hauptstadt der Menschen, aber auch Mittelpunkt der gesamten Allianz. Hier finden sich alle Rassen der Allianz vertreten. Es gibt mehrere Areale, die allesamt etwas Besonderes sind. Also es gibt da so einen schönen grünen Park, es gibt eine Burg mit vielen Rittern, einen dunklen Verlies, das Auktionshaus und natürlich auch der Handelsdistrikt mit seinen vielen Spielern. Und ohne zu übertreiben, manchmal hatte ich Angst, die Stadt zu verlassen, weil ich vielleicht etwas verpassen könnte, wenn zum Beispiel irgendwas Geiles per Chat angeboten wurde oder so. Ich habe zwar WoW lange an den Nagel gehängt, aber Sturmwind ist einfach geil.